Es ist mal wieder soweit, Manga-Haul September 2023, 63 Manga am Start, darunter auch Webtoons und ein paar habe ich davon bereits schon gelesen und hier bekommst du meine Meinung. Starten wir mit der ersten Neuerscheinung hier, The Beginning After The End, der Webtoon bei Carlsen erschien und da bin ich auch wirklich froh, dass das Ding hier jetzt endlich rausgekommen ist, denn der Webtoon ist wirklich, wirklich stark und ich habe das Ganze auch schon ein bisschen weiter gelesen, ich kenne das auch schon ein bisschen von der Story her, daher kann ich euch einfach nur sagen, der erwartet euch auf jeden Fall was Großes und ich bin froh, dass das hier in einer physischen Version nochmal rausgekommen ist. Hier habe ich aber ein paar Punkte, die ich natürlich auch ansprechen möchte. Insgesamt gibt es, glaube ich, gerade weltweit 3 physische Bände, also bis Volume 3 gibt es das Ganze, ist ja auch nicht schlimm. Der zweite Band, der kommt hier bei Carlsen raus im Dezember 2023, dann könnt ihr da ein bisschen weiterlesen. Und wir haben das Problem, dass ab Chapter 175 das Ganze in den Hiatus gelaufen ist. Einfach nur aus dem Grund, soweit ich das jetzt gehört habe aus Quellen, dass der oder die Autorin nicht zufrieden war mit dem Geld. Also es gibt da einmal einen Storyteller und Zeichner und der oder die, die für die Zeichnung zuständig ist, ja, der ist raus sozusagen und die Zeichnungen werden sich ab 175 dann wahrscheinlich dann auch ändern. Ich denke doch, dass bei der Story und bei dem Aufwind, was die ganze Reihe so produziert, da so nach und nach auf jeden Fall ein neuer Zeichner oder Zeichnerin gefunden wird. Ist auf jeden Fall eine coole Reihe, die so ein bisschen an Mushoku Tensei erinnert von dem Start her. Geht aber dann teilweise auch in eine andere Richtung, macht auf jeden Fall auch Spaß. Und das nächste Ding, was ich jetzt so habe, ist einfach, ich finde das Paneling nicht gut. Also, wenn wir uns das Ganze hier einfach mal anschauen, so wie das Layout dargestellt ist, das ist einfach recht schlicht, da ist nicht viel drin. Wenn man sich mal andere Webtoons anschaut, wo sich ein bisschen Mühe gegeben wird, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Denn bei Webtoons kennen wir es selber auch. Das Ganze ist normalerweise als so ein Schlauch aufgebaut und wir scrollen da die ganze Zeit durchs Handy. Und jetzt muss natürlich geschaut werden, wie bauen wir hier das ganze Paneling auf und wie wird das Ganze dann auch strukturiert von den einzelnen Panels, wie gesagt. Und ich finde es nicht gut. Das Ganze wurde von Yenpress gemacht, aus dem englischsprachigen Raum übernommen. Das Ganze macht Carlsen gar nicht selber. Deshalb kann man da Carlsen auch nichts vorwerfen, außer dass sie dann halt gesagt haben, okay, wir machen es dann nicht selber. Ich weiß aber nicht, was der Lizenzgeber eventuell sagt. Ist natürlich dann auch vom Aufwand ein bisschen minimaler, wenn man das Ganze dann auch nur noch übersetzen muss. Hier aber, wie gesagt, wenn man das im Vergleich setzt zu anderen Webtoons, die dann halt wirklich, wo sich Mühe gegeben wird, sieht das Ganze auch schon ein bisschen krasser aus. Und das Ganze macht dann auch mehr Spaß. Ich bin dennoch mit der Reihe zufrieden. Ich bin froh, dass sie hier hingekommen ist. Ich hoffe, von im Layout hat sich Yenpress nochmal so nach und nach was überlegt. Vielleicht kommt da nochmal ein bisschen was aus dem englischsprachigen Raum, dass die dann auch sagen, hey, gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe. Ich finde das einfach zu, hier 3 Panel einfach hingeknallt. Ist für einen Manga okay, aber nicht für sowas hier. Auch aus dem Comic-Bereich sieht das Ganze dann auch ein bisschen anders aus. Wenn man sich mal Comics halt selber anschaut, dann ist das viel, viel besser gelöst. Von der Geschichte her eigentlich ganz cool. Wie gesagt, so ähnlich aufgebaut wie Mushoku Tensei, wobei es da ein bisschen anders ist, denn der Kleine hier, der war mal ein richtig krasser König und wacht jetzt auf in einem kleinen Kind, was natürlich auch noch die gleichen Gedanken hat und auch in einer anderen Zeit das Ganze spielt. Und er will natürlich stark werden und man sieht das hier schon, dass er sich mit Magie auseinandersetzt, dann auch ähnlich wie bei Mushoku Tensei. Und er kriegt auch nach und nach Begleiter zur Verfügung gestellt und ich kann euch sagen, da kommt noch was richtig Geiles bei raus. Heißt, die, wie sie sich verhalten, wie sie innerhalb dieser Truppe einfach miteinander agieren, plus dann kommt noch diese ganze Welt mit dazu, die irgendwann mit reinschwappen wird, das ganze Worldbuilding drumherum, die ganzen Königreiche und so weiter und so fort. Da kommt noch was richtig Krasses auf uns zu, deshalb schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich finde die Reihe extrem cool. Schade, dass mit dem Layout, das hat die Reihe so nicht verdient. Ich hätte da ein bisschen was anderes gemacht. Das finde ich so ein bisschen schade. Ja, aber ist auf jeden Fall jetzt so. Vielleicht ändert sich das noch, aber wer weiß. Kann man auf jeden Fall mal machen. The Beginning After The End. Ein Webtoon, der wirklich, wirklich stark ist. Und ich denke auch, dass da irgendwie in kurzer Zeit dann auch ein weiterer Zeichner oder Zeichnerin gefunden wird, dass die Reihe so weitergeht, denn von der Story steckt ja auf jeden Fall was richtig Großes drin. Wer es liest, wird es auf jeden Fall so nach und nach bemerken. Der Anfang ist noch ein bisschen, ja, ganz normal. Da wird man sich fragen, okay, das Ding wird so krass gehypt, aber ich verspreche euch, so nach und nach, wie die Story dann halt weitergeht, wird das richtig stark. Deshalb kann man das auf jeden Fall mal machen. Dann gab es als nächstes aus dem One Piece Universum was richtig, richtig cool ist und ihr seht es hier schon am Cover, jeder, der den Zeichner kennt, ein Boichi Art für One Piece. Das zu einer Ace-Story und das lohnt sich auf jeden Fall. Wer One Piece-Fan ist, sollte sich das unbedingt mal anschauen. Ist auch mit 2 Bänden abgeschlossen, soweit ich das weiß. Ja, man kriegt da einiges wieder mit. Hey, diese Zeichnung, ne? Also, oder hätte sich mal einen ordentlichen Zeichner holen sollen. Boichi ist schon krass. Wer Dr. Stone zum Beispiel nicht gelesen hat oder Sunken Rock nicht gelesen hat, der verpasst was von den Zeichnungen im Allgemeinen. Und ich bin auch gespannt auf das neue Werk, was Boichi jetzt demnächst veröffentlicht. Irgendwas mit String. Ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, wie das Werk heißt. Auf jeden Fall ein Ding, was ich mir
auf jeden Fall auch anschauen werde. Hier, wie gesagt, wer One Piece Fan ist, kann das auf jeden Fall mal machen. Eine Ace-Story, die unabhängig, natürlich im gleichen Universum spielt, aber unabhängig davon einfach aufgezogen wird. Ich find's cool, ich find's geil gezeichnet. Also, wer One Piece Fan ist, holt sich auf jeden Fall Ace-Story mit 2 Bänden abgeschlossen und dann kriegt man mal richtig kranke Zeichnungen im One Piece Universum. Was will man einfach mehr? Wir bekommen auch endlich wieder eine neue Pearls Edition hier mit Dian Angel. Eine Reihe, die damals schon mal hier erschienen ist mit 15 Einzelbänden und wurde dann pausiert bzw. abgebrochen. Jetzt Halbwissen, ich weiß es nicht 100%. Ich glaube, die Mangaka hat erstmal nicht weitergemacht und jetzt ist es so, dass die letzten 5 Bände auch in Japan erschienen sind und die ganze Reihe abgeschlossen ist. Das heißt, wir können die kompletten 20 Bände nun genießen und hier bekommen wir diese Sammelband-Edition der Pearls Edition von Carlsen. Ist ganz cool, sieht mega, mega geil aus, deshalb wollte ich die auch unbedingt mal haben. Ich war auch interessiert daran, was es eigentlich ist, weil er klassifiziert sich selbst als einer der ersten Magical Boys Manga und da bin ich mal echt gespannt, was das heißen wird. Ich habe den ersten Band bereits auch schon gelesen und was ich sagen muss, wir können auf jeden Fall mal reinblättern. Hier haben wir noch ein paar Farbseiten am Anfang. Er ist vom Paneling schon wirklich schwierig. Also wenn wir uns das hier ganz einmal anschauen, das ist sehr schwer zu lesen. Bis ich da reingekommen bin, hat es ein bisschen gedauert. Hatte aber teilweise auch meinen Spaß mit. Man merkt, dass das Ganze ja natürlich ein bisschen flacher ist, auch vom Humor her flacher ist, von dem, wie es dann auch erzählt ist. Aber irgendwie hatte es was. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich habe gehört, ab Band 5 des Einzelbandes kriegt das Ganze auch einen roten Faden. Das munkelt man sich so, dass da sehr viele philosophische Ansätze drin sind. Selber haben wir hier diesen Main-Character Daisuke und der wird 14 Jahre alt. Und in seiner Familie ist es halt so, dass man ab seinem 14. Geburtstag, ja, ich weiß nicht, ob das ein Fluch ist oder was weiß ich was, ist es auf jeden Fall so, dass man dann zum Meister-Dieb wird. Man bekommt dann eine gewisse Macht und jeder in seiner Familie hat diese Position schon mal eingenommen und man wird einem Charakter namens Dark. Der Main Character hat so ein Ding mit so Zwillingsgeschwistern am Laufen. Also er mag die eine, die andere mag ihn nicht und so weiter und so fort. Das ist so ein richtig wildes Ding. Auf jeden Fall ist es dann auch so, dass er sich je nachdem, wie sein Love Meter sozusagen nach oben schweift, er sich dann auch in Dark verwandelt und wild und abgedreht. Hier ist seine Dark-Form. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, wie es hundertprozentig halten soll. Ich bin da mal gespannt drauf. Ist mal einfach wieder komplett was anderes. Wer das gerne lesen möchte, soll das tun. Am Anfang, wie gesagt, ist alles ein bisschen schwieriger hier von dem Paneling her. Trotzdem sind da gute Zeichnungen drin. Ich habe auch gehört, das Teil soll richtig, richtig stark werden. Und von daher mal gucken, wie das mit seinem Meister-Dieb-Ding so weitergeht. Und ja, mal schauen. Also ich bin da gespannt, lese dann auf jeden Fall den 2. Band noch und guck mir mal die ganze Reihe einfach mal an. Ist mal wieder was komplett anderes und von daher, was ich aber auch gehört habe, ist, dass die Reihe trotzdem, dass sie Shoujo gekennzeichnet ist, dass sie sehr komplex ist, sehr verwirrend sein kann und man sollte vielleicht die ganze Reihe am Stück lesen. Das soll das Ganze einfacher machen. Von daher, das hier vielleicht ein Tipp aus der Community und ja. Das auf jeden Fall zu Dian Angel. Dann gab es auch mal wieder eine neue Short-Story-Sammlung hier von Junji Ito, Tombtown, der steinerne Tod. Wieder eine Sammlung aus mehreren Kurzgeschichten, die man als Junji Ito-Fan auf jeden Fall mal machen kann und wo ich auch mal drauf gespannt bin, wenn ich das Ganze dann auch wieder lese. Ich bin gerade so ein bisschen lost bei Junji Ito, heißt, ich mache da gerade so ein bisschen Pause. Ich habe euch das schon mal gesagt, dass ich so nach und nach die dann auch, wenn ich wieder Lust habe, dann wieder in die Hand nehme und weiterlese. Junji Ito für mich einer der besten Horror- Mangaka, wobei ich mittlerweile bei Der lachende Vampir bin. Also wer mal richtig krass Horror lesen möchte, sollte sich mal Der lachende Vampir holen. Es ist eine richtig kranke Story, aber Junji Ito weiß man einfach, was der abliefert. Kann man auf jeden Fall nichts falsch machen, wer vielleicht aus dem Horrorbereich was möchte. Der sollte sich da unbedingt mal ja, die Sachen holen. Unter anderem Uzumaki, Tomie und so weiter. Shiver kann man alles mal machen und bin dann auch gespannt, wie das Ganze hier umgesetzt wird. Natürlich immer ganz wilde Stories, die Junji Ito hier liefert. Will hier auch gar nicht weiter reinblättern. Aber dann könnt ihr euch das mal anschauen, wie das so allgemein gezeichnet ist. Das ist in den anderen Bänden ähnlich und von daher kann man das auf jeden Fall mal gut machen. Und das ist so das. Ich finde Junji Ito geil. Ich mag's. Ich habe eine Junji Ito-Sammlung. Werde da so nach und nach, wie gesagt, einmal nochmal weiterlesen. Werde euch dann auch nochmal Feedback geben auf Instagram, wenn ich das Ganze gelesen habe. Derzeit ist Tombtown aber ein bisschen weiter hinten, weil da habe ich noch ein paar andere Werke, die ich vorher noch lesen möchte. Aber Junji Ito kann man auf jeden Fall mal gut machen. Ich glaube auch nicht, dass das schnell out of print gehen wird. Man gar nicht so oft irgendwie in der Community und von daher könnt ihr auch noch später einfach dazugreifen. Aber wie gesagt, die großen Werke wie Uzumaki und ja dann zum Beispiel Tomie und ich hoffe No Longer Human kommt irgendwann auch noch nach Deutschland. Sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
haben und von daher gönnt euch einfach mal Junji Ito. Dann kommen wir zu meiner ersten Gebrauchtreihe No Guns Live. Eine Reihe, die ich schon seit Ewigkeiten auf dem Schirm hatte, allein schon von den Covern, weil die sehen unglaublich gut aus. Auch auf Manga One wird öfters mal die Reihe genannt. Wer es gelesen hat, mag es einfach ultimativ. Letztens hatte ich noch eine Bloggerin da, die meinte, hey Tjom, du hast No Guns Live richtig, richtig geil. Und ich hoffe doch, dass sie mir gefallen wird. Ich habe die Reihe, wie gesagt, gebraucht gekauft. Wir haben natürlich hier, ich sage jetzt mal, das Problem, dass die letzten zwei Bände hier in Deutschland noch nicht erschienen sind. Das Ganze wurde einmal pausiert. Band 11 hat auch Ewigkeiten gedauert, bis das Ganze rausgekommen ist bei Tokyo Pop. Und jetzt fehlen noch die letzten zwei Bände. Ich denke doch, dass sie so nach und nach eintreffen werden. Eine Reihe, die ultimativ einfach verrückt ist, denn es ist ein Krieg ausgebrochen damals und der wurde jetzt beendet. Und jetzt gibt es so Extender, die so modifizierte Menschen sind. Die werden von der Bevölkerung so ein bisschen scheiße behandelt. Und es gibt einen Extender, der diese Pistole als Kopf gekriegt hat. Und das ganz Verrückte ist einfach, die kann man nur von hinten manuell abdrücken. Heißt, er kann die gar nicht selber bedienen. Und deshalb ist es einfach da schon ein bisschen verrückt. Es soll sehr abgedreht sein. Es soll in eine sehr abgedrehte Richtung gehen. Das Ganze wird öfters mal auch irgendwie mit Chainsaw Man verglichen. Ob das vom Vergleich her stimmt, kann ich nicht hundertprozentig beurteilen. Kann aber euch sagen, hier schaut euch mal einfach die Zeichnung an. Die sehen sie schon sehr, sehr cool aus und er selbst ist so einer, er nimmt immer Aufträge an und will auch dann diese Aufträge immer ausführen, dann geht das in so eine Richtung, dass er so einen Jungen dann halt beschützt und den mitnimmt und das Ganze artet dann irgendwie so aus, weil das Ganze so ausgelegt wird, als wenn sie ihn dann entführt hätten und der Junge ist was ganz Besonderes und so weiter und so fort. Wilde Story, ich bin gespannt. Wie gesagt, 11 Bände gerade draußen, 2 Bände fehlen. Der 12. Band wurde jetzt noch gar nicht angekündigt von Tokyo Pop. Ich denke doch, dass das so nach und nach kommen wird. Eine Reihe, die ultimativ unter dem Radar schwingt und wie gesagt, ich wollte sie immer mal wieder haben. Es gibt dazu auch ein Anime, könnt ihr euch auch mal den Anime anschauen. Alle, die das Ding gelesen haben, sagen, es ist einfach total verrückt und mega, mega cool, dass du dir das geholt hast. Ich bin auch froh, dass ich es mir geholt habe. Wie gesagt, die Cover sehen schon ganz cool aus. Die Zeichnungen sehen ganz cool aus. Von der Story her, dieses Cyberpunk-Universum, das ist auch immer genau meins. Und von daher denke ich doch, dass ich da einen guten Pick gemacht habe. Es war auch recht günstig. Von daher ist auch schwierig schon zu bekommen. Teilweise sind ein paar Bände schon bei Verlags vergriffen. Das heißt, bei Tokyo Pop nicht mehr zu bekommen. Und von daher schaut einfach mal, falls ihr da Interesse dran habt, entweder den Anime oder besorgt euch einmal den Manga und schaut dann, dass ihr so nach und nach die Bände euch dann besorgt. Wie gesagt, das Ding ist jetzt noch gerade zu bekommen. Ein Jahr später, anderthalb Jahre später, wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Vielleicht kriegt das nochmal so einen Wind oder was weiß ich was. Dann werden es da wahrscheinlich ein bisschen schwierig sein, diese Bände zu organisieren. Aber wer da drauf Bock hat, Cyberpunk, was total abgedreht ist, wieder mal No Guns Live, der sollte sich das unbedingt mal anschauen, bevor das Ganze dann einfach in Vergessenheit gerät. Und wie gesagt, wer es gelesen hat, sagt einfach, es ist ein Hidden Diamond. Und von daher wollte ich dann auch die Reihe haben. Den letzten Schnapper, den ich gemacht habe, war Weekly Shonen Hitman. Und das ist eine Reihe, die hatte ich schon seit längerem auf dem Schirm. Ist mit 13 Bänden abgeschlossen bei Carlsen. Wurde auch letztens bekannt gegeben, dass diese gar nicht mehr weiter produziert wird. Heißt, die läuft jetzt so nach und nach out of print. Und ich dachte mir, hey komm, günstiges Angebot war auf Kleinanzeigen gefunden. Nimmst das Ding einfach mal mit. Weil ich hatte es schon Ewigkeiten immer eigentlich so diskutiert. Hey komm, holst du das nicht? Und jetzt war es dann auch endlich soweit. Ist eine Reihe, ähnlich auch wie Bakuman, dass man sozusagen einen Redakteur und Mangaka verfolgt durch diese ganze, Shonen Jump Welt. Hier haben wir einmal das Weekly Shonen Magazine, wo wir einen Redakteur haben, der eine Mangaka sozusagen unter sich hat. Die beiden begleitet man dann so ein bisschen und mehr Infos habe ich dazu selber auch nicht, außer dass hier hinten drin noch immer mal so edgy Elemente drin sind, aber man sollte davon nicht abgeschreckt sein, wenn man edgy nicht mag, weil das soll jetzt nicht so krass sein. Und dennoch fand ich das halt von den Zeichnungen ganz cool und es ist immer ganz geil, so imaginär in so einen, in so eine Redaktion einfach mal reinzuschauen und auch dieses Mangaka-Leben so ein bisschen kennenzulernen. Das Ganze ist natürlich nicht echt, also wie bei Bakuman auch selbst, das kann man nicht so hundertprozentig ernst nehmen. Ein paar kleine Twists und sowas sind da natürlich auch immer drin und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Werde ich zwischendurch mal einstreuen, wenn ich da Bock drauf habe, auf jeden Fall. Die war so günstig, da dachte ich, hey komm, das musst du unbedingt mitnehmen, das Ding. Auch als ich es auf Instagram gepostet habe, meinten viele von euch, hey, warum hast du jetzt endlich was richtig Cooles dir geholt? Und von daher bin ich da auch positiv gestimmt.
Grund sozusagen, dass ich die Reihe dann jetzt auch habe. Ich habe sie erstmal in den Karton reingepackt, aber ja, so ist das auf jeden Fall. Wer auf sowas Bock hat, wie gesagt, Bakuman ist auf jeden Fall so ein Must-Read. Das finde ich richtig, richtig stark. Auch wenn ich sagen muss, da 3 Bände ein bisschen weniger, würde der Reihe echt gut tun und der Romance-Anteil ist so ein bisschen kitschig. Hier bei Hitman bin ich mal gespannt, in welche Richtung das für mich geht. Ist auch so ein Ding, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Das kann man sich so zwischendurch einfach mal mit reinnehmen und von daher Weekly Shonen Hitman. Wer da Lust drauf hat, wie gesagt, das Ding ist gerade noch da. Kann sein, dass es irgendwann jetzt vom Markt verschwindet. Aber erstmal, hier ist es und gespannt drauf. Und dann gab es diesen Monat natürlich noch einen Schuber. Und zwar den von Dandadan und der sieht richtig, richtig geil aus. Und ich dachte eigentlich, Chainsaw Man wäre so mein Lieblingsschuber, aber das, was hier Crunchyroll rausgebracht hat, sieht richtig stark aus. Ich finde das von diesem Effekt, finde ich das mega cool. Auch das Innere sieht ultimativ abgespaced aus. Ich liebe es einfach. Und natürlich liebe ich auch den 5. Band. Das ist eine Reihe, die wird auch als Anime total abliefern. Und wer es immer noch nicht gelesen hat, ich sehe es auch gar nicht so oft, weil wahrscheinlich auch viele diesen Humor nicht mögen. Es ist einfach eine starke Reihe. Oder schaut mal bei Manga Plus rein, könnt ihr das Ganze auch lesen. Und was in dem Schuber noch mit da drin war, war eine Karte. Die könnt ihr euch natürlich dann auch dazu holen. Ist jetzt nichts Besonderes, aber der Schuber, der sieht schon echt fett aus und kann man auf jeden Fall mal machen. Starten wir mit den Folgebänden von Manga Kult. Und hier gab es Blood on the Tracks Band 7. Die Reihe ist ja jetzt mit 17 Bänden abgeschlossen. Heißt 10 Bände Psycho-Terror einfach noch vor uns. Ich finde die Reihe einfach mega stark. Aber alles, was von Oshimi derzeit nach Deutschland kommt, auch Happiness, was jetzt dann auch im Oktober kommt, finde ich mega, mega cool. Und von daher, das sollte man unbedingt mal machen, wenn man psychologisch was lesen möchte. Hier in Band 7 wurde wieder ultimativ abgeliefert. Ich liebe es einfach. Und 10 Bände noch vor uns. Ey, das kann doch einfach nur gut werden. Dann gab es Blue Period Band 12. Der ist ja noch ongoing mit 14 Bänden derzeit in Japan. Und deshalb kriegen wir auch immer so einen schleppenden Release hier nach Deutschland. Dennoch eine sehr gute Reihe, die mich ein bisschen verloren hat am Ende, weil es so ein bisschen vom Protagonisten ein bisschen langsamer wurde. Das Pacing war plötzlich sehr, sehr langsam. Die Charakterentwicklung, die war komischerweise auch ein bisschen langsamer durch die ganzen Events, die hier stattgefunden haben. Habe aber jetzt gehört, dass das Ganze wieder anzieht und von daher, ich bin gespannt, werde auf jeden Fall weiterlesen. Die letzten 4 Bände fehlen mir derzeit und oh, ich habe da eigentlich Bock drauf. Dann gab es auch wieder Golden Kamuy Band 24. Der ist ja mit 31 Bänden abgeschlossen, also so viele Bände haben wir da auch gar nicht mehr. Und ich weiß jetzt auch, wieso der eingeschweißt war, als der hier bei mir ankam. Es ist einfach unglaublich krass. Dieser Comedy-Anteil, dieser stumpfe Comedy-Anteil, das kann einfach nur Golden Kamuy und wer es gelesen hat, weiß wahrscheinlich, was ich meine. Und es wird auf jeden Fall feuchtfröhlich und das ist, weiß ich nicht, das ist einfach nur verrückt. Da wird sich gegenseitig beschossen auf anderem Wege und ich mag es einfach, diesen stumpfen Humor, der passt gar nicht so hundertprozentig mit rein, aber das macht Golden Kamuy einfach da genau richtig und deshalb macht die Reihe mir auch so Spaß. Queen Zaza, auch eine Reihe, die schleppend hier in Deutschland veröffentlicht wird, auch eigentlich unter dem Radar. Band 13 war wieder richtig stark, wie das ganze Team da zusammengehalten hat, diese ganze Crew, wie da neue Entwicklungen entgegengewettert werden, macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich glaube, 15 Bände sind derzeit in Japan erschienen und jeder, der geile Zeichnungen haben möchte und auch so einen coolen Zusammenhalt, sollte hier unbedingt mal reinschauen. Eine Reihe, die immer noch unter dem Radar läuft hier in Deutschland, ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Dennoch muss man der mal eine Chance geben. Ich liebe sie einfach und da müsst ihr mal schauen, nicht jeder Comicladen hat diese Reihe dann auch vorrätig, sonst bestellt das Ding einfach mal im Internet. Ich kann es einfach nur empfehlen. Da sind richtig coole Story-Twists und so weiter drin. Das macht einfach nur Spaß, das Ganze zu lesen. Und zum Abschluss Fist of the North Star, hier der 4. Band in dieser Master Edition. Wer es nicht wusste, ab Band 6 gibt es einen Schuber. Da sind 6 Bände drin, habe ich auch noch nie gesehen. Hardcover Master Edition Schuber. Bin mal gespannt, wie das Ganze aussieht. Ich weiß noch gar nicht, ob da irgendwas geleakt wurde. Auf jeden Fall hat die komplette Reihe 18 Bände hier in diesem Hardcover. Ist auf jeden Fall teuer. Kann man machen, wenn man das Ganze mag. Ist sehr speziell. Erinnert mich immer an Mad Max Fury Road. Einfach totale Männlichkeit. Man sieht das hier jetzt auch auf dem Cover. Es ist einfach sehr brutal. Es ist einfach richtig krank. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hätte meinen Spaß mit, weil es einfach sich wieder mal abhebt von den anderen Reihen, die ich lese. Und deshalb, wer sowas haben will, wer was Nostalgisches haben will, wer richtige Männlichkeit haben in so einer, ja, zerstörten utopischen Welt, der sollte da unbedingt mal reinschauen. Ich finde es einfach richtig stark und von daher kann man Fist of the North Star auf jeden Fall mal machen. Kommen wir als nächstes zu Carlsen und zu Urasawas Asadora Band 6 und ich hatte es ja bereits auf Instagram gesagt, ich lese diese Reihe aktuell, sie kommt aber leider nicht an 20th Century Boys, Monster, Billy Bad, Pluto und so weiter ran. Es ist einfach, da fehlt noch so ein bisschen was. Vom Storytelling ist es eigentlich ganz cool, aber manchmal denke ich mir so, okay, ein bisschen mehr einfach mal die Story weiterbringen, das würde der ganzen Sache ganz gut tun. Dennoch ist ja Urasawa
Urasawa dafür bekannt, auch so ein Slice-of-Life-iges Storytelling zu haben, was dann auch Spaß macht, was dann auch eine extreme Komplexität bekommt. Das bietet mir Asadora nach Band 6 immer noch nicht. Man muss ja jetzt natürlich sagen, die anderen sind auch immer Sammelbände gewesen. Hier werden wir dann eigentlich bei diesem dritten Band und ich glaube, da wird noch nicht so hundertprozentig abgeliefert. Wenn man das Ganze im Großen und Ganzen sieht, könnte das ganz gut sein. Ich hoffe, da kommt noch ein ordentlicher Twist bei raus. Dennoch hier, wie gesagt, gerade auf dem letzten Platz. Aber wer Urasawa-Fan ist, den Rest schon gelesen hat, kann sich auf jeden Fall mal Asadora holen. Dann kommen wir zum Shonen Jump-Werk Meshel Band 8. Die Reihe ist ja jetzt auch mit 18 Bänden abgeschlossen, heißt 10 Bände einfach noch vor uns. Und ich finde es ja immer noch richtig stark. Also vom Comedy-Anteil, von den Kämpfen, diese Zeichnungen mit dabei, das Ganze gepaart zusammen ist einfach ein richtig, richtig cooles Teil. Ich weiß, ein paar hat es nicht abgeholt. Dennoch für mich eine sehr coole Reihe, die man auf jeden Fall mal machen kann, wenn man gerade was aus dem Action-Bereich sucht. Auch eine Reihe so knapp unter 20 Bänden. Das ist immer eigentlich eine sehr gute Länge und von daher kann man das auf jeden Fall mal machen. Ich mag es. Ich mag die Aufmachung von Carlsen und wer gerade, wie gesagt, eine Action-Reihe sucht, ein bisschen mit Comedy-Anteil und das Ganze nicht so ernst nimmt, der ist hier genau richtig. Dann kommen wir zu Sakamoto Days Band 6, die Reihe, die mich ja erst abgeholt hat nach dem vierten Band und die auch gerade in der Shonen Jump zeigt, was sie eigentlich so kann. Und da kann ich auch einfach nur eine Empfehlung aussprechen. Eist euch da so ein bisschen am Anfang durch. Man weiß noch nicht so hundertprozentig, in welche Richtung das so geht. So die ersten Bände sind so auch vom Comedy-Anteil immer so ein bisschen mehr, aber irgendwann kommen da ganz viele Gruppierungen mit dazu, ganz viele neue Charakter und dann wird das auch komplexer und macht auch mehr Spaß, auch von den Kämpfen her. Und von daher gönnt euch das einfach mal. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem sechsten Band und freue mich da auf jeden Fall schon auf den siebten. Blue Box, die Basketball-Badminton-Romance-Reihe und das alles zusammen ist auch was richtig Cooles. Ich mag die Charakter aus dieser ganzen Reihe auch, wie sie sich weiterhin anstrengen, natürlich auch stark zu sein, natürlich auch gegen ihren inneren Schweinehund so anzukämpfen. Das Ganze dann auch gepaart mit diesem Romance-Anteil, der so ein bisschen kitschiger gehalten wird, aber dennoch irgendwie so passt und das macht mir einfach Spaß. Ich bin froh, dass die Reihe nach Deutschland gekommen ist. Hätte gar nicht so erwartet, dass sie mich so hundertprozentig hookt, aber ich liebe ja auch Sportreihen, ne? Wobei, das ist ja auch nicht so hundertprozentig im Fokus. Es ist aber dennoch mit drin und es macht einfach Spaß. Und ich bin gespannt, diese ganze Entwicklung der ganzen Charakter zu sehen. Mal schauen, was da noch kommen wird. Blue Giant gab es dann auch den neunten Band. Mit 10 Bänden ist Blue Giant selbst abgeschlossen. Und dann fehlt uns nur noch Explorer und Momentum. Dann haben wir eigentlich hier wieder alles komplett. Und ich hoffe doch, dass der Anime einfach einschlägt wie eine Bombe. Ein paar Leute sind aus dem Kinosaal gegangen auf der Animagic und meinten einfach, das Ding ist richtig, richtig stark. Ich freue mich da unglaublich drauf und hoffe, dass die Reihe dann auch einen Push bekommt. Die Charakter sind unglaublich. Die Entwicklung von Dai Miyamoto ist auch richtig, richtig stark und von daher, wer was aus dem Slice-of-Lifeigen Musikbereich sucht, man muss auch gar nicht musikaffin sein, man muss auch nicht Jazz mögen, aber der, der sowas möchte, der findet da genau sein Ding. Ich habe ultimativ Spaß damit, wobei ich jetzt sagen muss, ich warte jetzt auf den 10. Band, dann werde ich die letzten 5 Bände lesen, dann habe ich Blue Giant auch komplett gelesen und ich hoffe doch, demnächst wird jetzt auch Explorer angekündigt, weil da habe ich unglaublich viel Bock drauf. Natürlich gab es auch dann wieder Rental Girlfriend Band 22, hier mit dem Spine-Fehler, dass hier ein Charakter fehlt. Ich werde das Ganze auch umtauschen, wenn der Comicladen das ankündigt, dass die Reihe dann auch noch da ist, dann werde ich nochmal den Band einreichen, wobei es hat schon so ein bisschen was Einmaliges, dennoch, ach ja, bin ich nicht so hundertprozentig Fan von. Ich tausche das Ding einfach um und hier zu der Reihe brauche ich ja nichts sagen. Ist eine große Hassliebe von mir, Band 22 bereits schon gelesen. Es ist einfach Kopf zu und einfach rein da. Halt einfach Randall Girlfriend, ne? Und zum Abschluss gab es dann noch den vorletzten Band der Massiv-Edition von Yu-Gi-Oh! Eigentlich hätte ich ja auch gerne nochmal die Einzelbände. Ich würde das Ganze auch nochmal eintauschen. Ah, obwohl die sehen eigentlich ganz, ja, legit aus. Also kann man auf jeden Fall mal machen. Mit 13 Bänden ist das Ganze auf jeden Fall abgeschlossen. Ich werde irgendwann auch nochmal reingehen in Yu-Gi-Oh! Ich kenne ja bereits den Anime von damals, auch teilweise den Manga auch von damals. Aber hier bin ich auch gar nicht so tief drin. Ich habe auch damals nie das Kartenspiel gespielt. Ich war ja immer mehr so der Magic-Typ und der Pokémon-Typ. Und ja, vielleicht hookt mich das irgendwann nochmal. Ich werde auf jeden Fall irgendwann nochmal mein Nostalgie-Read starten und dann geht es rein in Yu-Gi-Oh! Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich darauf schon, was ich so alles vergessen habe und was ich wieder neu für mich entdecke. Da kommen wir als nächstes zu Tokyo Pop und zum Abschlussband von Fire Force. Hier Band 34 und overall kann ich jetzt sagen, das war auf jeden Fall ein recht solider Battle-Shonen. Hat mir sehr zugesagt. Aber war jetzt auch nicht das Krasseste. Also da kenne ich einfach Besseres. Aber von den Zeichnungen war es schon dann ganz cool. Von der Story war es manchmal so ein bisschen lala. Und der Abschluss, der war auch recht solide. Kann man auf jeden Fall mal machen. Und jeder, der wahrscheinlich den Abschluss gelesen hat, wird auch wieder Lust bekommen, wie ich auch selbst, auf einen Reread von Soul Eater. Den mache ich ja jetzt gerade. Zum zweiten Mal lese ich jetzt die ganze Reihe zusammen mit Nacho. Und da habe ich eigentlich Bock drauf. Kommt an Soul Eater leider nicht ran. Ich finde Soul Eater einfach noch besser. Einfach nochmal uniker von diesem Ganzen, wie es zusammengebaut ist. Auch ein
bisschen verrückter und das mag ich eigentlich an Soul Eater echt gerne. Hier hat Okubo so ein bisschen probiert, das Ganze auch mit einfließen zu lassen, aber ich weiß nicht. Ein paar Bände müssen einfach nicht sein. 34 Bände ist für die Reihe einfach viel zu lang. 28 hätten es der Reihe wahrscheinlich auch gut getan. Dann wäre es vom Pacing wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen. Ja, da fehlen mir auch so ein paar so richtig epische Kämpfe. Die sind da eigentlich nicht so zwar drin, aber boah, da haben einfach andere Battles schon einfach so krankere Kämpfe. Und auch von dem, wie die ganze Welt aufgebaut ist, ist das eigentlich ganz cool, auch vom Setting her. Aber da habe ich mir auch ein bisschen was anderes erwartet. Mochte dieses ganze religiöse Thema nicht so hundertprozentig da drin. Aber ja, okay, kann man auf jeden Fall machen. 34 Bände ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Wer gerade vielleicht ein Battle schon sucht und da einfach mal rein möchte, sonst einfach den Anime sich mal anschauen. Ich fand es auf jeden Fall Grund auf solide, kann man auf jeden Fall mal machen. Bin zufrieden, dass ich das Ganze gelesen habe. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich es bewerten würde. Vielleicht so eine 7 von 10 oder 7,5 von 10. Ich glaube, das ist dem Werk so ein bisschen gerechtfertigt. Ich glaube, so 7 von 10 könnte es auf jeden Fall sein. Ist ein gutes Ding bei mir und von daher, wer da drauf Bock hat, wie gesagt, gönnt euch einfach mal. Dann gab es auch Windbreaker, den dritten Band. Und wir waren ja im zweiten Band so ein bisschen in einer Schlägerei, die natürlich dann jetzt auch in Band 3 fortgeführt wurde mit noch ein paar Flashbacks zu den Charakteren, damit man noch die anderen Charakter so ein bisschen mehr kennenlernt. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, in welche Richtung so die Reihe möchte und was da noch passieren soll, so an richtig großen Twists und Plots, das ist so mir noch nicht so hundertprozentig klar, weil da auch noch gar nicht so viel passiert ist in den ersten drei Bänden, sind natürlich auch nur drei Bände draußen. Hier, denn auch das Setting hat noch nicht so krass gewechselt, da ist in anderen Sachen schon ein bisschen mehr passiert, auch da wird man, kriegt man mehr einfach in den Anfangsreihen, das fängt alles so ein bisschen langsam an, ich bin mal gespannt, hier sollte ja auch jetzt auch irgendwann der Anime dazu rauskommen, ob das Ganze nochmal das Werk so ein bisschen pusht. Ich mag es, ich lese gerade weiter, ist auf jeden Fall auch so ein solides Ding, ist jetzt nicht so ein Must-Read, den man jetzt unbedingt lesen muss, kann man aber auf jeden Fall mal machen, wenn man so ein Gang-Setting mag und auch so ein paar Charakter, die da auch einfach denken, sie sind die allergeilsten und müssen sich da auch ein bisschen prügeln und so. Ja, ist, was soll ich dazu sagen, ne? Ist halt ein Gang-Manga, ne? Und das in einem Shonen, das ist dann halt auch mal ein bisschen was anderes, weil das dann auch nochmal ein bisschen anders aufgebaut ist, nicht so komplex, wie man das dann vielleicht aus anderen Werken kennt. Dennoch kann man das auf jeden Fall mal machen und ich bin, wie gesagt, gespannt, wie der Anime das Ding nochmal pushen wird. Dann gab es auch Bakemonogatari Band 14, da auch eine Reihe, wo ich jetzt unbedingt weiterlesen muss, weil jetzt sind ein paar Bände wieder da, jetzt kann man das Ganze wieder so ein bisschen aufsaugen, weil die Dialoge, ihr wisst es, die sind schon echt komplex und echt schwierig manchmal zu verstehen im ganzen Zusammenhang. Und da wäre es einmal cooler, wenn man sich mehr Bände einfach besorgt. Eine Reihe, die ich auch gar nicht mehr so oft sehe. Also solltet ihr unbedingt richtig geile Dialoge suchen. Ich finde das auch von der Übersetzung eigentlich ganz cool. Das ist alles, was ich bis jetzt gelesen habe, echt geil. Und von daher, ich würde mich nochmal freuen auf die Light Novel. Wie gesagt, das ist aber so ein leidiges Thema, was ich immer mal so sage. Aber ich glaube niemals, dass die dann auch nochmal nach Deutschland kommen wird. Aber sagt das nicht. Jetzt kam plötzlich GTO, jetzt kam iShield 21, jetzt kam plötzlich Slam Dunk. Nachher kriegen wir noch einen Gundam nach Deutschland und so weiter und so fort. Dennoch hier eine Reihe, die solltet ihr unbedingt auf dem Schirm haben. Ich habe meinen Spaß damit und ich werde da zeitnah auch wieder weiterlesen und ich habe da eigentlich extrem Bock drauf. Und zum Abschluss gab es noch Kumikan Communicate Band 20 und Konosuba Band 16. Konosuba eine Reihe, wo ich auch zeitnah jetzt weiterlesen muss, wenn mein Lesestapel wieder... Ich habe auch die ganzen Rereads reingehauen, ne? Soul Eater Reread, One Piece Reread, was... Es ist schon manchmal ein bisschen schwierig, ne? Wir kennen ja unser Hobby. Beides zwei gute Reihen, die ich echt cool finde. Sehe ich auch gar nicht mehr so oft. Komikan war eine längere Zeit öfters mal in der Bubble unterwegs. Plötzlich so, jetzt Band 20 ist natürlich auch weit fortgeschritten. Sieht man das gar nicht mehr so oft. Und bei Konosuba, das hat irgendwie keiner auf dem Radar. Ab und an sehe ich nochmal die Light Novel irgendwo rumflitzen. Aber den Manga finde ich auch ein bisschen schade, dass der gar nicht so angenommen wird, weil viele da auch den Anime natürlich gesehen haben. Aber ja, es sind coole Charakter. Es macht Spaß und es ist halt Konosuba, ne? Dann kommen wir als nächstes zu Ultraverse. Und hier meine erste Bitte, schaut euch unbedingt mal den Anime zu Frieren und zu Shangri-La Frontier an. Und da habe ich selbst noch gar nicht reingeschaut, dennoch muss man da mal reingucken, weil dann kriegen die auch wieder mehr Aufmerksamkeit. Ich finde immer, Frieren sieht man gar nicht so oft. Der ist auch so ein bisschen unter dem Radar. Es könnte eigentlich ganz gut laufen. Ich habe noch gar nicht geschaut, wie das Ganze jetzt so in der Community ankam als Anime. Dennoch muss das einfach passen, weil der Manga ist schon echt stark. Dann kann der Anime auch gar nicht so wach sein. Von daher sollte das eigentlich da passen. Und hier der VR-Manga Shangri-La Frontier muss ich auch mal zeitnah weiterlesen. Ist auch eine Reihe, die mir sehr gut gefallen hat mit den ganzen Kämpfen, mit diesen ganzen Vision-Story-Sequenzen und so weiter und so fort. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Erinnert mich stark auf jeden Fall an so ein MMO. Geht auch für mich auch in die MMO passendste Richtung. Also sowas habe ich so noch gar nicht gesehen, außer okay, vielleicht ein Sword Art Online. Das geht in so eine Richtung und ja,
Das ist schon sehr speziell, also das kann man auf jeden Fall mal machen. Dann zwei weitere Reihen, zu denen ich gar nicht so viel sagen kann. Einmal ReZero, Truth of Zero und Mein Star. Mein Star muss ich unbedingt mal weiterlesen. Ich bin da, glaube ich, bei Band 6, habe ich aufgehört. Und bei ReZero habe ich ja bereits schon den Anime gesehen und sammle gerade so den Manga weiter. Schau auch, dass ich die Tokyopop-Ausgabe noch bekomme, weil eine Reihe ist ja auch mal bei Tokyopop gelandet. Ich weiß gar nicht, müsste eigentlich mal mit denen reden, ob die irgendwann diese Lizenz verlieren und das Ganze nochmal bei Ultraverse landen wird. Dann würde ich mir natürlich auch da die Ultraverse-Version holen. Sehe aber ReZero auch gar nicht so oft, wahrscheinlich auch, weil viele den Anime gesehen haben. Und bei Mein Star, ja, sagen mir gerade viele, ich soll da weiterlesen, aber ja, man kennt das Prinzip so. Ich schaffe schon sehr viel, aber so viel schaffe ich dann auch nicht. Aber ich habe Bock drauf eigentlich. Will mir eigentlich auch wissen, wie das Ganze weitergeht. Ich bin auch gespannt, ob es da noch eine zweite Staffel zu geben wird. Ich glaube mal schon, weil die kam ja eigentlich echt gut an und von daher, ja, müsste ich eigentlich mal wieder. Und zum Abschluss noch der historische Manga Ketzer. Und das auch eine Reihe, die ich noch lesen muss. Der liegt noch auf meinem Lesestapel. Den habe ich drüben liegen. Deshalb ist der auch noch nicht eingetütet. Aber ich habe ihn letztens in der Hand gehabt und dachte mir einfach so, boah, irgendwie hast du da gerade so nicht hundertprozentig Bock drauf. Und dann habe ich das Ganze wieder weggelegt, habe mir dann was anderes geschnappt, weil ich da auch reingeschaut habe. Der war sehr textlastig. Soll aber mit Band 3 wieder ein bisschen besser werden. Band 2 hatte mich leicht einmal kurz verloren. Ich hätte gar nicht erwartet, dass das Ganze so in Band 1 so passiert, wie es passiert ist. Und dann in Band 2 wird das Ganze ja auch fortgeführt auf einer anderen Ebene. Und Band 3 führt da wohl wieder ein bisschen was Neues ein, hatte da schon mit ein paar Kollegen drüber gesprochen und eigentlich will ich das Ding auch lesen, aber ich habe da einfach gerade nicht so hundertprozentig den Mut für, wo ich sagen muss, hey komm, da habe ich jetzt voll Bock drauf, deshalb, aber ich bin gespannt, wenn ich das ganze Ding weiterlese. Wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber Ketzer liegt auf jeden Fall auf dem Stapel. Ich habe es auf dem Schirm. Ist ja auch gar nicht so lange. Ich glaube, mit 7 Bänden ist das abgeschlossen, aber mit 6, ich weiß gar nicht gerade hundertprozentig. Vom Cover her ist das auf jeden Fall ganz cool. Die ersten haben mir eigentlich auch gefallen, aber ja. Ich brauche da einfach meine Zeit für. Dann kommen wir als nächstes zu Panini. Hier habe ich bekommen Berserk Band 20 und es war auch direkt soweit, dass ich dann auch das ganze Werk jetzt aktuell gelesen habe bis Band 41 und damit bin ich dann auch auf dem aktuellsten Stand, wobei jetzt auch der neueste Band angekündigt wurde, Band 42. Der wird wahrscheinlich bei uns im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen als Einzelband und dann Ende 2024 kommt dann hier Band 21 raus von der Ultimative Edition. Ich werde mir auf jeden Fall den Einzelband holen und dann später auch die Ultimative Edition, weil ich das Ganze auch weiterlesen möchte, weil wir sind gerade an einem Punkt angekommen, der mir sehr gut gefällt. Wir wissen aber, was alles passiert ist mit dem Mangaka und so weiter, deshalb brauche ich euch da auch gar nichts zu erzählen. Berserk ist einfach Liebe, es ist einfach eins meiner Top 3 Werke überhaupt von der Entwicklung von Guts, von dem ganzen Storytelling, von dem, wie die ganze Truppe zusammenhält, von dem, wie es gezeichnet ist, da stimmt einfach irgendwie so alles und von daher, ich freue mich da schon total drauf. Das Ganze wurde sehr fantasievoll jetzt dargestellt in den letzten Bänden. Die kannte ich jetzt auch noch nicht von damals und von daher freue mich da auch schon unglaublich auf den 42. Band. Wie gesagt, Frühjahr 2024 wird der dann auch erscheinen. Ich glaube, im September soll der oder sollte der, glaube ich, auch in Japan schon erscheinen. Der ist, glaube ich, schon draußen. Deshalb, also wer da auf anderem Weg unterwegs ist, kann da bereits schon den Band 42 reinlesen. Ich werde auf jeden Fall warten, bis das Ganze in Deutschland erscheint. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Panini da vielleicht mal wieder was Tolles mitmacht. Bin gespannt, warte das einfach mal ab. Aber wie gesagt, wer Berserk nicht kennt, Dark Fantasy soll das Ding unbedingt mal lesen. Ich finde es einfach richtig, richtig stark. Und zum Abschluss zwei Edgy-Reihen hier. Nana und Kaoru, die Max-Edition und Nana und Kaoru, das letzte Jahr Band 3 und hier haben wir natürlich Band 6. Ja, ich wollte sie irgendwann mal haben. Ich habe auch in den ersten Band reingelesen, habe aber das einfach noch gar nicht weitergelesen. Ich bin wieder gerade so ein bisschen aus diesem Edgy-Tunnel raus. Ne? Wisst ihr noch, vor einem Jahr, wo ich so Edgy, meine Edgy-Phase 2.0 hatte, wo ich das Ganze nochmal aufgearbeitet habe. Derzeit lese ich zwar immer noch Edgy, aber ich habe sehr viele Edgy-Reihen vor einem Jahr einfach gelesen. Und gerade bin ich wieder so ein bisschen übersättigt, wollte aber unbedingt Nana und Kaoru immer schon haben. Und deshalb habe ich mir das Ganze auch geholt und ich weiß auch gar nicht, dann habe ich mir auch einfach das letzte Jahr geholt. Werde das irgendwann zeitnah lesen, wenn ich wieder Bock auf Edgy habe. Aber gerade ist es noch nicht so weit. Fand es eigentlich ganz cool. So, das, was ich gelesen habe, fand ich schon ganz cool. Ist ja nicht so, geht ja nicht in so eine Hardcore-Richtung, sondern mehr in so eine Romance-Richtung, die natürlich edgy-mäßig angehaucht ist. Sieht auch schon sehr explizit aus, aber dennoch geht es halt noch nicht so weit. Und von daher kann man es auf jeden Fall mal machen. Wer gerade edgy sucht, gönnt euch. Kommen wir als nächstes zu Crunchyroll und hier gab es natürlich wieder Jujutsu Kaisen Band 21 und ich bin gerade auch wieder voll drin. Mir macht das Ganze wieder ein bisschen mehr Spaß als vorher. Ich bin da mittlerweile mehr reingekommen, habe mich dran gewöhnt. Natürlich, ja, Band 21, ich bin leider ein bisschen zu spät dran. Ich werde dem Werk irgendwann, wenn es komplett in Deutschland erschienen ist, werde ich
es dann nochmal rereaden und dem Ganzen dann nochmal eine andere Chance geben, das Ganze nochmal anders aufarbeiten und wahrscheinlich dann auch irgendwann jetzt nochmal die zweite Staffel des Anime anfangen, weil ich ja eigentlich Bock drauf habe. Die erste habe ich ja schon komplett gesehen. Es ist für mich immer als Manga immer noch schwierig, es ist ein schwieriges Paket. Es ist von den Kräften aber eigentlich ganz cool, wie Gege Akutami das Ganze umgesetzt hat, wie komplex das ist von diesen Fluchkräften, auch wie die Kämpfer eigentlich dargestellt werden. Das ist schon eigentlich was Cooles, aber wie gesagt, es ist im Manga leider nicht so geil, wie ich das Ganze erwartet hätte. Dennoch im Zusammenhang wird es wahrscheinlich besser, wenn man das Ganze einmal komplett am Stück liest, wie ich es auch gerade bei One Piece mache oder wie ich es gerade bei Soul Eater mache. Dann wird das Ganze wahrscheinlich auch nochmal anders für mich von der Story her. Ich werde es auf jeden Fall machen und ich habe da eigentlich Bock drauf. Aber wie gesagt, ich bin gerade bei Band 21, bin aktuell und es macht mir gerade Spaß. Manchmal hat das so ein paar Durststrecken für mich, wo ich dann sage so, okay, es ist gerade so ein bisschen langsam, aber ja. Irgendwie macht es auch Spaß. Ist auch so ein bisschen gerade Hassliebe. Ich habe mich da so ein bisschen dran gewöhnt. Ich habe mich damit abgefunden und von daher, boah, Jujutsu Kaisen. Wer kennt's ja, ne? Was soll ich dann auch anderes dazu sagen? Aber das ist halt meine Meinung. Dann The Kingdoms of Ruin, hier Band 7, hat abgeliefert. Nach dem schwächeren, ich glaube Band 5, 4, das war so ein bisschen so lala, kam mal endlich mal wieder was richtig Bombiges raus. Band 6 war schon geil mit dem Kampf. Band 7 auch richtig, richtig cool wieder in Szene gesetzt, dargestellt. Da auch ist ja ein Anime angekündigt. Ich bin gespannt, wie das Ganze dann aufgenommen wird, wie es aufgearbeitet wird, weil das Ganze ist auch sehr, sehr, sehr brutal. Und das macht mir eigentlich Spaß, auch wenn da teilweise manchmal nicht viel passiert. Aber hier in Band 7 wird einfach ein Fass aufgemacht, ne? Das ist einfach so groß, da das könnte das Werk, das könnte einfach dadurch, dass es eingeführt wurde, da diese ganzen Völker und so weiter, kann das einfach jetzt plötzlich 35, 40 Bänder haben. Das ist unglaublich groß dadurch geworden. Hätte ich nicht erwartet, dass das Ganze so einmal aufgemacht wird. Bin gespannt. Also, ich mag die Reihe, ich finde sie cool von den Zeichnungen, wie gesagt, von der Action. Manchmal hatte sie Durststrecken, hoffentlich kommen die nicht nochmal. Sonst ein recht souveränes Werk, weiß auch gar nicht, wie viele Bände da gerade draußen sind in Japan. Wer aber gerade eine brutale Actionreihe sucht, sonst kommt ihr halt nach dem Anime da drauf. Also, entweder empfehle ich es euch jetzt oder durch den Anime, ihr werdet es auf jeden Fall schon sehen. Da gab es natürlich noch ein bisschen Edgy mit Demon Slave, einer der wenigen Edgy-Reihen, die ich derzeit lese. Und da muss man auch sagen, wie ich es auch bei den anderen Bänden gesagt habe, der Edgy-Anteil wird einfach krasser, so nach und nach. Und ich will auch gar nicht wissen, wenn man 15, 16, 17, 18 rauskommt, wenn überhaupt die Reihe so weit geht, wie dann der Edgy-Anteil aussieht. Weil irgendwann ist auch das ganze Ding also komplett durch, ne? Dann geht das nur noch in eine Richtung Border-Hentai. Dann weiß man auch nicht mehr, in welche Richtung das geht. Und von daher, ich bin gespannt. Ich finde es von dem Action-Anteil, von den Charaktern, von dem Fantasy-Anteil, von den Zeichnungen finde ich es echt stark. Vom Edgy-Anteil, wie gesagt, der ist nicht so hundertprozentig aufgezwungen, der fügt sich da so ein. Wird halt, wie gesagt, immer krasser, wer gerade eine aktuelle Edgy-Reihe sucht. Hier kommt ja auch ein Anime raus, bin gespannt, wie da das Ganze vonstatten geht, ob das zensiert wird oder ob das dann auch so rauskommt. Der Anfang, wie gesagt, ist gar nicht so schlimm, aber dann wird es auf jeden Fall krasser. Wie gesagt, wer gerade was da sucht, gönnt euch einfach. Dann Kaiju Number 8 Band 6, der auch wieder sehr weit ausholt, auch vom World Building, was er gerade so abliefert von den Charaktern, wie die sich so verhalten, wie das Ganze ineinander spielt, von den Kräften, macht mir das sehr viel Spaß. Es gibt mir sehr viel und ich bin froh, dass das Ganze auch hier rausgekommen ist. Da bin ich auch echt gespannt, wie der Anime ankommen wird. Sehr viele Animes, die derzeit so nach und nach jetzt kommen werden zu den einzelnen Reihen und die werden das Ganze auch nochmal pushen. Ich glaube, Kaiju Number 8, der wird auch echt gut ankommen. Wer das Ganze jetzt schon lesen möchte, sollte hier unbedingt mal reinschauen. Ist eine große Empfehlung von mir. Wirklich, weil ich mag auch diese Riesenwaffen und ich sage es auch immer wieder. Und die Charakter auch da hier, der Zusammenhalt und auch was passiert von den Antagonisten so nach und nach, finde ich auch richtig stark. Von daher gönnt euch einfach mal. Ich habe da auf jeden Fall meinen Spaß mit. Dann Blue Lock Band 12, eine Reihe, die gerade ein bisschen auslutscht. Bin ich ehrlich? Ich mag sie immer noch sehr, sehr gerne. Aber man muss sagen, es stört mich manchmal. Es ist gerade so ein bisschen so, ach, jetzt muss man schon wieder da rein als Vorbereitung und dann passiert wieder das, dann wird das wieder aufgemischt. Er bietet einem einfach nicht sehr viel Variation gerade, so die letzten 3, 4 Bände, wo man sagen muss, das bleibt immer auf einem ähnlichen Stand. Die Dialoge sind teilweise immer ähnlich. Ich weiß nicht, ob das von der Übersetzung her so ist oder ob das vielleicht im Japanischen ein bisschen anders dargestellt wird. Dass so, er wird mich verschlingen, er wird mich da verschlingen, ich werde euch hier verschlingen und so weiter und so fort. Finde ich eigentlich cool, aber irgendwie auch nicht. Wie gesagt, weil das sehr dialogarm dadurch wird.
Und ich möchte auch gerne, dass die Charakter sich auch so zeitnah ein bisschen anders weiterentwickeln und nicht jedes Mal das Gleiche immer wieder aufarbeiten. Ich weiß, so ein Sport, der auch natürlich zeitlich recht nah ist und man das alles nicht so schnell beherrschen kann, dennoch ist es für so eine Manga-Reihe ein bisschen schwierig. Und ich glaube auch, dass so in den nächsten 2-3 Bänden, die dann auch kommen werden, wenn dann auch das große Spiel ansteht, dass das Ganze dann auch anders nochmal vonstatten geht und das Ganze auch echt cool sein wird. Dennoch, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wer aktuell gerade liest, weiß wahrscheinlich, wie ich das jetzt so meine. Und ich habe meinen Spaß damit, aber dennoch, da muss gerade so ein bisschen was passieren, damit ich wieder voll dabei bleibe, weil gerade geht so ein bisschen Talfahrt, ein bisschen runter. Ja, ist aber trotzdem noch eine gute Reihe, ne? Dann kommen wir zum Abschluss noch zu Egmont und natürlich habe ich sie als erstes hingelegt, Homunculus Band 3. Und wer gerade eine psychologische Reihe sucht, entweder Homunculus oder ein Ushimi-Werk oder The Killer Inside, was gerade auch abgeschlossen ist, oder vielleicht sogar ein MPD Psycho, aber das sind gerade so die, die ordentlich abliefern, die gerade ordentlich was können. Und Homunculus ist da gerade auf einer ganz anderen Wellenlinie. Das ist einfach verrückt und ihr müsst da einfach mal reinlesen. Entweder ist man gerade lost oder man hat das Ganze verstanden oder man ist gerade so mittendrin. Das ist alles so ein bisschen schwieriger, dann sollte man da noch mal drauf noch mal mehr eingehen. Man muss das auf jeden Fall langsam lesen und muss den Fokus drauf haben, sonst ist man da einfach lost, wenn man die Seite umblättert und einfach gar nichts verstanden hat mehr. Es ist sehr kryptisch, aber es macht sehr viel Spaß, weil es viel zum Nachdenken anregt. Man überlegt gerade so, was will mir der Mangaka eigentlich damit sagen, und das ist eigentlich sowas, das will ich auch gerne lesen, und Homunculus liefert das einfach total ab. Deshalb, ich kann es einfach nur empfehlen, bin froh, dass die Reihe noch mal so nach Deutschland gekommen ist. Hätte ich auch niemals erwartet, aber gerade was so auf dem Markt los ist, dass auch plötzlich GTO wiederkommt und Slam Dunk und ey, das ist einfach geil. So. Deshalb, ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Homunculus ist auf jeden Fall eine Reihe, die zurückkommen musste. Und ich hoffe, die wird auch gut gekauft. Und wenn sie immer noch nicht gut gekauft wird, dann kauft sie bitte, weil das ist schon eine echt gute Reihe. Also schon echt stark. Und dann, ich lese mal beide hier hin, haben wir zwei Comedy-Reihen hier mit Witchwatch aus der Shonen Jump und Nichijo, den dritten Band. Die Reihe hat, glaube ich, 11 Bände derzeit in Japan und die ist, glaube ich, gerade bei 12. Ist auch, glaube ich, noch gar kein Abschluss so 100%ig in Sicht. Natürlich bei Nichijo, das alles ist ein bisschen episodischer aufgebaut. Dadurch kann man das wahrscheinlich auch fast zu jeder Zeit irgendwie beenden. Ich weiß nicht, was jetzt vielleicht noch in den letzten Bänden so passiert oder in diesen fortgeschrittenen aktuelleren Bänden, so Band 10 oder 11. Muss man mal schauen. Witchwatch ist auf jeden Fall eine Reihe, die Spaß macht, wenn man sehr viel so Easter Eggs kennt aus unterschiedlichen Manga-Reihen. Hatte ich ja auch schon öfters mal gesagt, wenn Demon Slayer gelesen hat, wird da was drin finden. Wer Hunter x Hunter was gelesen hat, wird das da drin finden. Ist so ein bisschen Gintama-mäßig, dass man aus unterschiedlichen Manga sich einfach was zusammenbaut und dann einfach so ein Slapstick so ein bisschen daraus macht. Sagen ja auch immer viele so, dass Noel Gintama, wobei das natürlich vom Setting her ein bisschen anders ist, dennoch kann man das auf jeden Fall mal machen. Ich sammle es auf jeden Fall gerne, werde da auch zeitnah dann auch weiterlesen, das Ganze aktuell. Werde ich dann mal schauen, dass ich darauf Bock habe. Comedy brauche ich gerade immer so meine Zeit, aber ja, das sind halt beides zwei gute Comedy-Reihen, die beide so für sich unique-mäßig was anderes machen. Hier episodisch und ein bisschen verklatschter und hier mit diesem ganzen Easter Egg-Gedöns kann man auf jeden Fall mal machen. Also wer gerade Comedy sucht, schaut euch das mal an. Und hier die letzten Bände, die ich mir gekauft habe. Noragami Band 26 und Ranma 1,5 Band 7. Ranma ist, glaube ich, abgeschlossen in dieser New Edition mit 20 Bänden. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht hundertprozentig. Hatte auch noch gar keine Zeit oder gar keine Muße, da reinzulesen. Ich kenne noch den Anime von damals. Es ist ein nostalgisches Werk und deshalb sammle ich dieses Nostalgiewerk so ein bisschen. Und Noragami wird dann zeitnah gelesen. Dann auch nochmal, wenn ich wieder so einen Shonen-Slot frei habe. Mit 27 Bänden ist das, glaube ich, abgeschlossen. Oder mit 28, weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber es ist auf jeden Fall jetzt fast zu Ende und von daher werde ich da auch reinlesen. Ich kenne da auch den Anime von damals, einer meiner ersten Netflix-Animes, habe ich ja schon öfters mal gesagt. Kann man auf jeden Fall mal machen. Auch von der freundschaftlichen Ebene sehr, sehr stark und von dem, wie die Kämpfe sind, auch im Manga, finde ich das auch echt gut. Deshalb würde ich da gerne zeitnah mal reinlesen. Das wäre auf jeden Fall auch wieder was. Wie bei Soul Eater mache ich jetzt auch einen Reread. Das wäre auf jeden Fall auch so einen Read wert, wenn ich das Ganze komplett habe. Aber so, hey, Nacho, oder komm, wir machen es mal auf Manga One, dann werde ich das mal ausrufen. Und wenn ihr darauf Bock habt, Noragami, dann 27, 28 Bände, die kriegt man auch recht fix durch. Lass mal so ihr Bände die Woche machen oder sowas. Ist auf jeden Fall, habe ich auf dem Schirm, werde ich auf jeden Fall mal ankündigen, hätte ich Bock drauf. Deshalb, also, warum nicht?
Macht einfach mal mit. Das war mein Manga-Haul für September 2023. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet euch ein paar Empfehlungen mitnehmen. Es ist mal wieder ein sehr starker Monat gewesen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, auch das Ganze zu lesen. Insgesamt ja 67 Manga gelesen. Da ging ein bisschen was weg. Da waren ein paar gute Reihen mit dabei und von daher hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch viel Spaß beim Manga-Lesen. Lasst noch ein Däumchen da, ein Abo. Da würde ich mich auf jeden Fall extrem drüber freuen. Und wir sehen uns in einem anderen Video. Bis dahin, alles Gute, euer Brown. Ciao, ciao.